Das Thema des heutigen Tages: Werden Migrantinnen abgehängt, lernen und informieren in Zeiten von Corona? Die Ausgangssituation stellt sich für uns ja wie folgt dar. Wir haben eine Schulschließung seit März nunmehr und daraus resultierte für den Fernunterricht ein enormer Bedarf an digitalen Endgeräten und Systemen für den Fernunterricht. Und das brachte verschiedene Probleme mit sich, gerade im Hinblick auf verfügbare Geräte für diesen Fernunterricht, die Anbindung und auch die Betreuung des Homeschoolings, das davon betroffen waren. Und auch das Thema E-Learning, wie funktioniert das überhaupt? Dazu gab es in Rheinland-Pfalz bislang nicht wirklich stehende Konzepte. Es gab Ansätze, aber das waren unsere Lehrkräfte dann von jetzt auf gleich. Die waren genötigt, das umzusetzen für jedweden Schülertypus, jedes Alters. Und es gibt auch immer noch eine ganz klare Unklarheit über die zeitlichen Ausmaße dieser Schulschließung oder des partiellen Unterrichts und auch die nächsten Schritte, die folgen werden. Was braucht man denn an Technik überhaupt, um so einen Fernunterricht gestaltbar zu machen? Zuerst braucht man natürlich einen irgendwie gearteten Anschluss mit WLAN, um sich überhaupt connecten zu können. Man braucht ein digitales Gerät wie ein Computer oder Laptop, je nachdem. Dann wurden ganz oft Hausaufgaben per Arbeitsblatt übertragen. Und dazu brauchte man einen Drucker. Am besten hatte man auch noch ein Tablet zur Verfügung. Und insofern eben dann Webseminare oder Meetings veranstaltet wurden, im günstigsten Fall auch noch ein Headset und eine Webcam. Ich kenne das aus meinem eigenen Bekanntenkreis. Familien mit mehreren Kindern hatten dann leider nicht den Luxus, mehrere Tablets, Computer und Laptops ihren Kindern gleichzeitig zur Verfügung zu stellen. Und auch das führte schon in Familien, die eigentlich sehr gut konstituiert sind, zu Problemen. Wie sieht denn jetzt die Realität in Bezug auf die Gruppe der Migrantinnen aus? Nun, zum einen haben wir es hier nicht mit einer homogenen Gruppe zu tun, sondern einer Gruppe, die sehr unterschiedlich ist. Aber wir haben es in der Gruppe trotzdem häufig mit soziokultureller Benachteiligung, insbesondere im Hinblick auf die finanzielle Teilhabe zu tun. Und dazu kommen in vielen Fällen auch noch fehlende Sprachkenntnisse. Was sind denn jetzt aber genau die Faktoren, die bedingen, dass ein solches Unterrichten überhaupt möglich ist? Wovon hängt das ab? Was braucht es dazu? Und welche Rolle spielen hierbei die allgemeinen Lebensverhältnisse, die Anzahl der Kinder, die Wohnsituation oder die rechtlichen Vorgaben, mit denen wir auch im Feld von Schule zu tun haben? Wie kann denn Bildung dann gelingen, wenn im schwierigsten aller Fälle Faktoren wie fehlende Sprachkenntnis, fehlende Ausstattung, fehlende Teilhabe oder beengte Unterkünfte zusammenkommen? Und wie geht es jetzt weiter? Wie sieht denn die Situation wirklich aus? Also ist es wirklich so schlecht um die Gruppe der Migrantinnen gestellt? Oder kennt die Medienpädagogik vielleicht hier irgendwelche Antworten? Beziehungsweise, was wäre zu tun? Mit diesen Fragen beschäftigen wir uns heute und unter unseren Talk-Teilnehmern sind Herr Bernhard Blasius, Lehrer an einer Realschule Plus in Ludwigshafen, Katja Batzler vom Haus der Medienbildung in Ludwigshafen und Mario Di Carlo, Projektleiter von Alvivi. Herr Blasius, Sie als Lehrer, wie sehen Sie denn die aktuelle Situation und Lage? Wie hat die sich für Sie in Schule in den letzten 3 Monaten dargestellt und welche Erfahrungen haben Sie da gemacht? Ja, also schönen guten Tag. Ich arbeite in Ludwigshafen an der Anne-Frank-Realschule Plus seit circa 2 Jahren. Und ich muss dazu sagen, wir sind eine sehr multikulturelle Schule mit sehr viel Migrationshintergrund. Häufig haben wir schon vor Corona das Problem gehabt, dass unsere Schüler eigentlich Deutsch nicht als Muttersprache haben, sondern eigentlich daheim häufig Türkisch sprechen oder andere Sprachen sprechen. Und sozusagen Deutsch bei uns eher wie ja, eine Zweitsprache behandelt werden muss. Wir haben natürlich auch Schüler mit Deutsch als Muttersprache. Allerdings muss man sagen, dass auch hier erhebliche Probleme gerade im Deutsch bestehen. Grundsätzlich
kann man sagen, dass wir häufig aufgrund der sprachlichen Defizite der Schüler und vor allem auch der Eltern Probleme hatten, die sich natürlich durch die Corona-Krise noch mehr verstärkt haben. Das hat angefangen damit, Kontakte mit den Eltern aufzubauen, sie telefonisch überhaupt zu erreichen. Es mussten Kollegen von uns wirklich vor Ort zu den Eltern heimfahren, damit wir überhaupt einen Kontakt herstellen konnten, weshalb es für uns ganz schwierig war, dann erstmal abzuchecken, welche Schüler können wir über E-Mail oder über die digitalen Wege überhaupt erreichen und bei welchen Schülern müssen wir vor Ort hin oder sie müssen zu uns an die Schule kommen. Es wurde dann im Zuge der Corona-Krise irgendwann so, dass gar keine Schüler mehr zu uns in die Schule durften aufgrund dieser Hygieneregeln. Und deshalb haben wir dann auch sogar Material an die Schüler direkt gebracht, weil häufig auch das Problem war, dass es keine Drucker im Haushalt gibt und die Schüler dann dies auch gar nicht ausdrucken konnten. Auch zu kontrollieren, welcher Schüler überhaupt Aufgaben macht und welcher nicht, hat sich als schwierig herausgestellt. Da teilweise, wie gesagt, Eltern und Schüler schwierig bis gar nicht zu erreichen waren. Das war natürlich nur ein kleiner Fall, aber gerade da hat man gesehen, gerade diejenigen Schüler, die vorher schon Probleme hatten, sind natürlich in dieser Corona-Zeit, dann die konnten wir schlecht erreichen. Andere, bei denen es sowieso immer gut funktioniert hat, da war das keinerlei Problem. Okay. Vielleicht an der Stelle, Mario, du leitest ein Team für die Landesmedienanstalt, bei der es auch darum geht, geflüchteten Menschen und Menschen mit Migrationshintergrund eine Ausbildung angedeihen zu lassen. Ihr baut ein Netzwerk auf für geflüchtete Menschen, um die mit Informationen zu versorgen. Welche Erfahrungen habt ihr gemacht? Wurde an euch herangetreten mit bestimmten Bedarfen oder Erwartungen? Also was wir gemerkt haben, war natürlich in der Corona-Zeit, dass es brauchte relativ schnell Informationen in mehreren Sprachen einfach, um an die verschiedenen Communities heranzutreten. Und das, sage ich jetzt mal, da konnten wir unseren Beitrag leisten, weil wir von Anfang an im Grunde auch schon so aufgestellt waren. Also wir mussten da nicht improvisieren, wie bekommen wir das jetzt ins Englische und ins Arabische, sondern es ist schon Teil unserer sozusagen unserer Präsentation, unseres Internetportals. Das war dann wiederum von Vorteil, dass wir relativ zeitnah für eine bestimmte Zielgruppe Informationen einfach relativ schnell auch geben konnten. Und es gab eine Zeit, jetzt weniger, aber gerade am Anfang, denke ich, waren die Veränderungsschritte doch relativ groß und dann konnte man nicht eine Woche warten oder zwei, um das dann in verschiedenen Sprachen zum Beispiel zu kommunizieren. Und da haben wir gute Rückmeldungen bekommen auch eigentlich. Also hierzu könnte ich was zu der Situation von unseren Deutsch-Intensivkurskindern sagen. Das sind alles Schüler und Schülerinnen, die maximal bis 3 Jahre in Deutschland sind, die also sozusagen Geflüchtete sind. Und da haben wir in Corona-Zeiten eigentlich wirklich ganz viel gemacht. Als die Schule komplett geschlossen war, haben die Kollegen wirklich, sind vor Ort dorthin gefahren, haben individuelle Lernpakete für die Schüler erstellt, also wirklich komplett individuell für jeden Einzelnen. Da ist eine ganz große Arbeit gelaufen. Wir haben das Glück, dass wir seit diesem Jahr, sagen wir mal, vom Lehrerbedarf wirklich gut gedeckt sind, was diesen Bereich angeht. Wir haben da 4 Gruppen, circa 40 Schüler insgesamt. Wir haben ganz viele aufgenommen, auch drüber hinaus, weil wir gesagt haben, okay, wir haben das Potenzial, wir haben die Möglichkeit, dass wir die Flüchtlinge besser unterstützen können an unserer Schule. Und da muss man wirklich sagen, da ist ganz viel gelaufen. Sie waren ab Mitte Mai oder Anfang Mai also wieder in der Schule, im wöchentlichen Wechsel natürlich, aber wurden wirklich individuell betreut, haben eigentlich in dieser Zeit, jetzt würde ich behaupten, gar nicht so viel versäumt, sondern eigentlich sogar diesen Mehrgewinn gehabt, dass sie in ruhigen Gruppen alleine arbeiten konnten. Unsere Kollegen haben da ganz tolle Arbeit geleistet. Wir haben auch jetzt in diesem Jahr eine spezielle Abschlussklasse gebildet, die sogenannte 9G heißt die bei uns, wo wirklich viele Kinder oder eigentlich alle Kinder ehemalige Flüchtlingskinder sind, die wir jetzt auch wirklich zu einem Abschluss geführt haben. Alles in Corona-Zeiten mit ganz, ganz viel Aufwand. Und wenn man dann immer hört, dass die Lehrerschaft nichts leisten würde und sowas wie Ferien machen würde, ja, dann muss man sich wirklich darüber erzürnen, ganz ehrlich. Aber keine Aber, weil natürlich hängt es auch von einem individuellen Einsatz natürlich ab. Also auch von der eigenen Kreativität, denke ich. Also ich habe auch einige Geschichten gehört von Lehrern, die dann einfach Dinge einfach improvisiert haben, ausprobiert haben, ohne,
ohne dass ihnen jemand gesagt hat, wie sie es machen sollen, sondern einfach gemacht haben, sage ich jetzt mal. Selbstverständlich. Und da muss man natürlich aber trotzdem immer die Hürde der DSGVO, also der Datenschutzgrundverordnung, sehen. Wir haben uns da teilweise in Graubereichen bewegt, die eigentlich schon eher in den schwarzen Bereich gegangen sind, wo wir genau wussten, rein offiziell dürfen wir das gar nicht machen. Natürlich macht man es dann trotzdem, weil man natürlich versucht, für seine Schüler da zu sein und einfach sein Bestmögliches zu geben. Aber da fühlt man sich dann doch teilweise ein bisschen alleingelassen, auch von der Politik, weil man gar nicht genau weiß, was darf ich jetzt machen, was darf ich nicht machen. Dann ist es auch so gewesen, die Verordnungen haben sich halt wirklich alle 2 Wochen geändert. Wir haben immer von der Schule alle 2 Wochen neue Verordnungen bekommen, wo man natürlich sich immer individuell wieder drauf anpassen muss. Ja. Und ganz klar ist natürlich auch unser Medienkonzept, das wir haben, das bestehende Konzept an der Schule, war natürlich hauptsächlich auf intern ausgerichtet. Also was ist im Schulhaus? Ja? Welche digitalen Möglichkeiten haben wir im Schulhaus? Wir haben zum Beispiel 2 iPad-Klassen. Ja, eine von diesen iPad-Klassen hat jetzt auch in der 10. Klasse ihren Realschulabschluss gemacht. Da haben wir 60 iPads zur Verfügung gehabt. Das Problem war hierbei, wir konnten diese iPads nicht jetzt an andere Schüler rausgeben, weil die ja versicherungstechnisch an diese Schüler, die sie bekommen haben, für die iPad-Klasse gebunden waren. Da haben wir jetzt schon gesagt, wir sind jetzt gerade dran, unser Medienkonzept komplett zu überarbeiten. Ja, einfach, dass wir die Möglichkeit haben, diese 60 iPads, die wir haben, dann in einem Homeschooling-Fall den Schülern rauszugeben, die Bedarf haben. Wir haben 60 Stück, das wäre immerhin jeder 10. Schüler schon mal, den wir abdecken könnten, was natürlich schon ein großer Mehrgewinn ist. Aber wie gesagt, aufgrund der Tatsache, dass viele Schüler zu 5 an einem Computer arbeiten müssen, natürlich noch lange nicht ausreicht. Das Problem ist hierbei, wir hätten gerne mehr Mittel und mehr Kapital, aber hierzu muss man natürlich ein Medienkonzept ausarbeiten, was jetzt komplett auf dieses Homeschooling ausgerichtet wird. Und da sind wir natürlich dran. Das ist aber auch nichts, was man einfach so in 2-3 Wochen aus dem Boden stampft, weil da muss man sich wirklich gute Gedanken drüber machen, weshalb wir jetzt auch noch gar keine Mittel als Schule bekommen haben. Das muss man auch dazu sagen. Und was ich persönlich als großes Problem sehe, ist natürlich, haben die Eltern jetzt die Möglichkeit, 300 Euro zu bekommen für jedes Kind. Meines Erachtens müsste das aber irgendwie gebunden sein, ja, keine Ahnung, in einen Bildungsgutschein, in einen Wertgutschein, wo man dann auch nachweisen muss, dass man Endgeräte gekauft hat für die Kinder, weil so, wenn die Eltern die 300 Euro bekommen, sehe ich das Problem und das kann ich aus unserer Schule wirklich so sagen, dass das Geld für andere Sachen dann benutzt wird, ne? Aber nicht da, wo wir es eigentlich haben wollen, in der digitalen Ausstattung von den Schülern. Gerade iPads oder so sind ein riesen Mehrgewinn. Ich habe jetzt die letzten 2 Jahre in der iPad-Klasse gearbeitet. Mit der iPad-Klasse konnten wir auch Videokonferenzen und alles machen. Die hatten das Know-how dazu, ja. Sie haben eben die DSGVO und verschiedene Problematiken, die sich daraus ergeben, angesprochen. Das ist ja nochmal eine andere Linie als jetzt die Geräteverfügbarkeit. Inwieweit hätten Sie sich denn da Unterstützung von der Politik gewünscht und auch Klarheit? Was hätte man machen können, um Sie da zu unterstützen? Also quasi direkten Messenger bereitstellen oder andere Dinge? Ja, zum Beispiel, genau. Also es gibt ja verschiedenste Messenger, die bekannten, sowas wie WhatsApp, Threema und wie sie alle heißen, die sind alle nicht datenschutzkonform. Wir dürfen diese Messenger gar nicht benutzen. Das ist genauso, wie wenn ich jetzt einen E-Mail-Verteiler an meine Klasse mache und ich schicke eine E-Mail, wo die Eltern dann die E-Mails von den anderen sehen, ist es schon wieder nicht mehr rechtskonform. Ja, natürlich hätten wir gern so einen Messenger. Wir hätten natürlich gerne auch Videoplattformen, wo wir Videokonferenzen mit den Schülern machen, wo wir auch uns darauf verlassen können als Lehrer, dass wir uns nicht in einer rechtlichen Grauzone bewegen, ja. Weil gerade in unserer Schule, wir brauchen die Präsenz, wir brauchen sozusagen den Gesichtskontakt mit den Schülern, weil das haben wir in Corona sehr gemerkt, wenn wir sie von daheim beschulen mit Arbeitsblättern, dann hat das ganz wenig Sinn, weil zum einen die Eltern nicht dahinter sind, zum anderen sprachliche Probleme bestehen. Und wir keine Handhabe hatten, ja. Wir hatten sofort eigentlich gesagt bekommen, wir dürfen diese ganzen Dinge, die wir den Schülern bereitstellen, dass wir dürfen die nicht bewerten. So, sobald die Schüler wissen, dass es keine Bewertung gibt, ist es ja offensichtlich, gerade in problematischeren Klassen auch, ich habe zum Beispiel eine Hauptschulklasse, 8. Klasse, das ist sowieso ein ganz schwieriges Alter, die dann zu bekommen und zu motivieren, dass sie die Arbeiten trotzdem machen, obwohl sie nicht benotet werden, das ist halt ganz schwierig, ja. Also, ja, da hätten wir gern Klarheit gehabt. Aber es hat sich halt wirklich alle 2 Wochen viel geändert, immer wieder. So, man wusste nichts. Ja. Okay,
Mario, Moment, bei mir ist die Internetverbindung gerade ein bisschen instabil. Ich sehe hier nur noch stehende Köpfe. Ja. Okay, du hast, ja, jetzt geht's wieder, Mario. Magst du vielleicht gerade mal Alvivi vorstellen und berichten, was ihr macht und was du auch konkret als Projektleiter siehst, welche technische Ausstattung man braucht oder welche Herangehensweise, weil es ja doch auch eine, wie Herr Blesius gerade gesagt hat, durchaus schwierige Zielgruppe auch sein kann, mit der man arbeitet. Ich würde mal auf meine PowerPoint gehen und ein paar Slides einfach vorbereiten und dann versuchen auch nochmal auf diese technischen Sachen da einzugehen zum Schluss, was so unsere Erkenntnisse sind, die wir so mitgenommen haben. Ja, gut. Kommt. Das ist ja schon mal gut. Ja, das Savi-Portal, das ist ein praktisches Internetportal für geflüchtete Helfer und Migranten hier bei uns in der Metropolregion Rhein-Neckar. Gibt es im Grunde seit Februar 2018. Wir sind so circa 9 Kolleginnen und Kollegen. Das Ganze ist gestartet als ein Ausbildungsprojekt. Das heißt, unser Ziel war es, Menschen mit einer Fluchtgeschichte in Ausbildung zu bekommen. Wir haben uns ambitionierte Ziele auch gesetzt. Das heißt, wir wollten 2 Mediengestalter ausbilden für Bild und Ton. Wir haben einen Kaufmann jetzt für Büromanagement, wir haben Bundesfreiwilligendienst, Praktiker und haben bestimmte Bereiche auch, die wir abdecken, die wir auch den Auszubildenden und allen, die damit zu tun haben, auch zur Verfügung stellen wollen. Unsere Auszubildenden sind jetzt im 2. Jahr, das heißt, nächstes Jahr wird die Ausbildung zu Ende. In der Zeit haben sie jetzt Online-Arbeit kennengelernt, Mediengestaltung, wie man kommuniziert, gerade so Social Media, dazu erzähle ich aber auch gleich noch ein paar Sachen, Büromanagement. Und all die Inhalte, die wir bei Medien und Bildung nicht abdecken konnten, haben wir in der Kooperation mit dem offenen Kanal in Ludwigshafen abgedeckt, damit wir wirklich alle Ausbildungsinhalte auch vermitteln können. Und haben dann in dem Zusammenhang viel auch immer mit Bild gearbeitet. Bild, sage ich jetzt mal, und einfache Texte. Das kann man schon mal sagen. Ist was Entscheidendes, einfache Sprache auch. Und wir haben uns auch im Grunde unserer Zielgruppe genähert, auch über die Videoformate. Das heißt, am Anfang hat man noch so vielleicht etwas statisches Internetportal, wo wir gedacht haben, die Leute kommen dahin und bekommen dann alle Informationen. Dann haben wir aber gemerkt für uns, nee, unsere Zielgruppe, die sind eigentlich zwar schon sehr medial und unterwegs, aber eher auf den Social-Media-Kanälen. Das heißt, wir haben unsere Formate auch angepasst. Wir haben die Videobeiträge kürzer gemacht. Wir sind auf die Straße gegangen, haben Interviews gemacht, haben auf Insta Dinge produziert, weil haben Texte auch geschrieben, sage ich jetzt mal, für die verschiedenen Formate. Also wir haben eine gewisse Social-Media-Präsenz, die sich bei uns hauptsächlich über Facebook ausdrückt. Da haben wir das Gefühl, erreichen wir auch unsere Zielgruppe und kriegen auch Feedback. Sind aber auch auf YouTube unterwegs, weniger auf Twitter. Und im Grunde finden sich alle unsere Inhalte in so einer Art Hub dann bei uns auf der Homepage. Auch dort auf unserer Homepage haben wir einen Veranstaltungskalender, den wir sehr aktuell einpflegen. Und da findet man Dinge wie, welchen Sprachkurs kann ich hier in der Region besuchen? Wo findet vielleicht eine interessante mehrsprachige oder fremdsprachige, sage ich jetzt mal, Veranstaltung statt? Und versuchen da einfach die Leute ein bisschen zu leiten und ihnen Orientierung auch zu geben. Wir haben uns von Anfang an, das habe ich am Anfang gesagt, uns versucht dreisprachig aufzustellen. Englisch, Arabisch. Beides in Zeiten von Corona ein Vorteil. Weil wir dann natürlich relativ schnell in der Kommunikation waren. Und gerade bei Menschen, die jetzt erst noch im Spracherwerb sind und eine gewisse Orientierung auch suchen, ist das natürlich total hilfreich. Nicht erst über das heißt, etablieren zu müssen. Und es fängt schon damit an, wie richte ich so eine Homepage ein, dass es auch das Arabische abbildet und natürlich die, sozusagen die Schreibweise von rechts nach links ist. Unser Ziel ist es, wir haben uns jetzt eine gewisse Followerschaft erarbeitet, sage ich mal, und uns folgen circa 5.000 Follower, sage ich mal. Und dieses Netzwerk weiter auszubauen, zu vernetzen, viel aufmerksam zu machen, auch
Projekte, die gerade in dem Bereich mit Geflüchteten und Migranten auch stattfinden, aufmerksam zu machen und auch den Raum zu geben, um das darzustellen. Weil oftmals finden schöne Sachen statt, aber keiner spricht darüber, keiner zeigt es. Und das ist unser Ziel. Was jetzt die technische Sache betrifft, die meisten, mit denen, wo wir eine Rückmeldung bekommen haben, die bewegen sich nicht vom PC. Ich selber sitze jetzt gerade vom Laptop, sage ich jetzt mal. Der Herr Blesius ist da, glaube ich, unserer Zielgruppe am nächsten. Die sitzen vielleicht jetzt gerade irgendwo vom Handy und hören uns zu, sage ich jetzt mal. Ja, vielleicht erstmal so viel zu Alvivi. Wenn es da Fragen gibt, kann ich gerne beantworten. Okay. Vielen Dank, Mario. Vielleicht an der Stelle nochmal interessant, weil Bernhard, du hast ja von dem Bereich DIG erzählt, das, wo ich das von Alvivi erzählt habe, von der Kampagne, dass das für dich auch interessant war, das weiterzuleiten an euren Bereich. Dass das Alvivi-Portal vielleicht für die Lehrergruppe, die sich eben für Deutsch als Fremdsprache da speziell etabliert hat, ein interessantes Portal ist, wo Hilfen und Sprachbarrieren überwinden können. Vielleicht, ich glaube, so eine Lösung ist auch so eine Vernetzung. Und vielleicht kann man jetzt auch aus diesem Talk schon so eine Vernetzung herstellen. Selbstverständlich ist das wünschenswert, auf jeden Fall. Gerade auch was diese Übersetzung ins Arabische und so angeht, da hätten wir uns gern im DIG-Bereich, also mein Kollege, wo das macht, hätte sehr gerne iPads zur Verfügung gehabt, ja, gerade mit den Kindern zu arbeiten. Jetzt vielleicht nicht in der ersten Phase, aber dann, wenn es weitergeht, dass die Kinder einfach auch diese digitale Schulung bekommen. Das Problem ist, dass wir einfach die Mittel nicht dazu haben, sonst wäre es sehr sinnvoll, wenn die Schüler gerade beim iPad dann auch eine Sprachübersetzung und alles Mögliche dabei hätten, dann könnten sie auch viel selbstständiger alleine mehr arbeiten. Aber wie gesagt, bei uns hinkt es dann halt gerade bei solchen Dingen häufig an der finanziellen Ausstattung. Ja, vielleicht kann ich da auch gerade weiter übernehmen, weil das passt gerade dazu, zu was ich Ihnen vorstellen wollte vom Projekt Gestaltbar, wo du, Bernhard Blesius, als betreuender Lehrer mit dabei warst. Weil wir hatten auch ganz vorweg, bevor ich das Projekt vorstelle, das Problem auch, dass wir eben nicht mehr in Präsenz uns treffen konnten, erstmal im Lockdown. Und dann war die Überlegung, ob man eben auch über Videokonferenz sich trifft. Und dann war auch genau das Problem, die haben ja keine Endgeräte und man hat sie nicht erreicht. Aber selbst über die Endgeräte war dann die Überlegung, das Haus der Medienbildung hat ja Projektlaptops. Dann war bei uns aber wieder in der Institution die Frage, wie sind die jetzt versichert? Also das Ganze braucht einfach einen Vorlauf, ne? Und um damit umzugehen. Und wenn jetzt da was passiert, auch in eurer Schule, umso besser. Und vielleicht fange ich jetzt an zu erzählen, was wir eigentlich gemeinsam machen, welches Projekt, was jetzt vom Projekt-Setting her genau für die Zielgruppe super zugeschnitten ist. Das ist ein ganz tolles Projekt, wo über 2 Jahre geht. Und jetzt würde ich meinen Bildschirm freigeben und meine PowerPoint starten. Ja, ich berichte über Gestaltbar. Das ist ein Kooperationsprojekt von und mit der Deutschen Telekom Stiftung. Eine digitale Werkstatt für Hauptschüler und Hauptschülerinnen. In Rheinland-Pfalz ist dieser Schulabschluss heißt Berufsreife. Und medienundbildung.com hat sich beworben 2019, hat 2 Projekte am Durchführen, eins in der Region Kaiserslautern vom Regionalbüro von uns und die Gestalt bei Ludwigshafen findet im Haus der Medienbildung statt. Das Haus der Medienbildung, für die, die es noch nicht kennen, ist eine Einrichtung auch von medienundbildung.com, ist ein medienpädagogisches Bildungszentrum für außerschulische Familien- und Jugendbildung. Wir machen Fan-Workshops, Tagesworkshops und Fortbildung. Upp, bin ich zu weit? Die Gestaltbar Ludwigshafen, dafür haben wir die Kooperation eben mit der Anne-Frank-Realschule Plus gesucht, wo wir schon lange kooperieren mit und die verschiedene Schülergruppen in verschiedenen Projektformen zu uns in den außerschulischen Lernort Haus der Medienbildung kommen. Für die Gestaltbar besuchen uns jetzt über 2 Jahre lang, fast wöchentlich, immer donnerstags vormittags, 11 Schüler und Schülerinnen. Und die kommen zu uns in den multikulturellen Stadtviertel Hemshof. Das ist ein Fußmarsch von 20 Minuten von der Realschule Plus weit weg. Von diesen 11 Jugendlichen, sie haben 10 einen Migrationshintergrund.
Und wir haben in diesem Projekt eine Schülerfirma gegründet für Maker-Produkte, denn das Haus der Medienbildung ist einer der ersten Einrichtungen, die ein Maker-Labor entwickelt hat, schon seit Jahren. Und der Bereich Making, Coding, Gaming und kreative, praktische Medienarbeit ist unser Programmschwerpunkt. Was man sich jetzt darunter vorstellen kann und welche Technik wir auch benutzen, da würde ich jetzt einen Film zeigen. Das ist ein Werbetrailer, den die Schülerinnen auch mit iPad, das wir ihnen zur Verfügung gestellt haben, filmen mit der App iMovie. Dazu muss ich kurz stoppen und dann nochmal den Film starten. Jetzt muss ich ganz kurz nochmal stoppen, weil wir sind ja vorhin rausgeflogen. Und damit Sie den Ton auch hören, der jetzt funktioniert hoffentlich. Den Bildschirm aber bitte wieder teilen. Genau, Moment, eine Sekunde. So. Jetzt. Kurzweiliger Einblick in unsere Arbeit. Seht ihr jetzt alle wieder meine PowerPoint? Ja. Prima. Okay, dann möchte ich noch darüber sprechen, damit jetzt ein bisschen einen anschaulichen Einblick, was wir tun. Welche Projektziele stecken dahinter? Welche Zielvorgaben sind für diese Zielgruppe passend? Eben um digitale Werkzeuge kompetent und kreativ zu nutzen, brauchen die Jugendlichen mit dem Förderbedarf dieser Zielgruppe ein Experimentier- und Handlungsfeld. Und das Haus der Medienbildung hat eben Geräte wie 3D-Drucker, Folienplotter, einen Lasercutter, 20 Projektlaptops, iPads, Tablets. Wir haben also anderes Zubehör noch zum Basteln. Wir haben also eine richtige kleine Werkstatt und verschiedene Gruppenräume. Und wenn die sich dann ausprobieren können und auch selbsttätig und selbstwirksam werden, dann bekommen die Impulse und Chancen für ihre spätere Berufsorientierung. Und dann machen wir sie fit für den digitalisierten Arbeitsmarkt. Das Projekt ist für die Klassenstufe 7 angesetzt worden, damit sie eben, wenn sie mit der Klasse 9 die Schule verlassen, dann eben schon diese Fortbildung und Unterstützung haben. Es ist eigentlich angedacht, dass die Fachkompetenz durch einen IT-Lehrer oder IT-Lehrerin, Elektrotechniker, also der typische Techniklehrer jetzt mit geliefert wird. Das übernehmen hier die Referenten und die Fachkompetenz aus dem Haus der Medienbildung. Und bei unserem Projekt hat der Bernhard Blesius als Lehrer für den Fach Wirtschaft und Verwaltung, das ist ein Wahlpflichtfach, übernommen die Leitung von der Klasse mit. Und da er mit dabei ist, lernt er mit. Also der Wissenstransfer geht an ihn über und er arbeitet und referiert auch mit. Der Fokus, also für diese Zielgruppe, der Fokus auf die praktische Medienarbeit und das ist eine Wahlpflichtfach, also die freiwillige Teilnahme, fördert, dass die sich sehr engagiert dabei sind. Außerdem schaffen wir immer eine hohe Beteiligung durch das Formen der Schülerfirma, dass wir alle Arbeitsschritte zusammen planen, verschiedene Feedbackrunden öfters machen, also das Programm auch angepasst wird. Identifizieren Sie sich sehr mit Ihrer Firma und wir hatten kaum Fehlzeiten. Wir haben sogar Überstunden gemacht, um unsere Produkte fertigzustellen und um die auch rechtzeitig für einen Verkaufsstand an Weihnachten zum Beispiel verkaufen zu können. Diese Klientel braucht, jeder, der mit ihm auch arbeitet, weiß, eine Beziehungsarbeit. Beziehung braucht Zeit und Vertrauen. Deshalb ist dieses kontinuierliche, wöchentlich, immer donnerstags und über einen 2-Jahre-Raum ganz wichtig.
Damit die das ernst nehmen, ist auch wichtig, so Termine festzusetzen, wo die wirklich verlässlich und verbindlich sein müssen. Sonst merken sie auch, würden sie sich blamieren. Aber die standen dann ganz stolz mit ihren selber gedruckten T-Shirts, wo sie das Design selber gemacht hatten, das Logo ja entwickelt, was sie oben sehen, Love to Make It, und waren ganz mit Spaß und Stolz dabei und konnten dann wirklich 20 LED-Armbänder, elektrifizierte Kleidungsstücke, also so ein Armband, verkaufen an ihre Mitschüler und Lehrer. Wir hatten noch einen Termin für die Öffentlichkeit. Das war jetzt letzte Woche, war die Woche der Medienkompetenz von der Medienanstalt Rheinland-Pfalz aus unserem Mutterhaus, ja. Dies mussten wir aber absagen, weil wir hatten jetzt, außer dass wir es ja auch nicht erreichen konnten unter dem Lockdown, was der Bernhard schon erzählt hat, auch die, den Hintergrund, dass die Klassen, dass das Wahlpflichtfach ja aus der Stufe 7, aus verschiedenen Klassen kamen die Schüler und Schülerinnen, und wir jetzt nicht zu einem Zeitpunkt gleichzeitig zusammen. Und dann war ein Präsenztermin, auch ein Online-Termin, gleichzeitig gar nicht machbar. Was wir auch noch absagen mussten, war eine Exkursion zum lokalen Unternehmen, dass die mal einen Kontakt kriegen zu einer Firma, die mit diesen Werkzeugen arbeitet. Wir wollten den Makerspace Rhein-Neckar besuchen oder eine Autowerkstatt mit Mechatroniker-Ausbildung etc. Hat dann nicht stattgefunden, müssen wir alles jetzt verschieben. Weil, genau, mal so ganz kurz an der Stelle, man kann nicht, weil wir gerade praktisch arbeiten, wir können nicht alles, diese Präsenz ist nicht zu ersetzen. Also wie, was wir uns überlegt haben, das kann ich dann am Ende noch erzählen, aber wir hoffen einfach darauf, dass das nächste Schuljahr weitergeht. Das Besondere noch zugestaltbar, wir tun alle Arbeitsschritte unter unternehmerischen Gesichtspunkten betrachten und verwirklichen. Als moderne Firma, wo wir uns gegründet haben, haben wir gestartet mit einem Teambildungstag. Wir haben Jobs und Aufgaben verteilt. Es gibt ein Geschäftsführerteam, es gibt einen Ordnungsmensch, es gibt Personalabteilung, das sind auch der Bernhard und ich mit dabei. Was passiert, wenn jemand unentschuldigt fehlt? Ich kriege aber gerade die Meldung, dass wieder die Zeit zu Ende ist. Habe ich das richtig gesehen? Ja, ich habe auch, hab auch schon was in den Chat geschrieben. Es ist okay, so, dass sich da irgendwie, und wir können es uns gerade selbst nicht erklären, ein falscher Raumlink eingeschlichen hat auf unsere Homepage. Okay. Der ist nicht nur hier reingewandert für dieses Webmeeting, sondern auch noch in den Elterntalk, den wir Donnerstagabend haben. Und es ist nicht der Raumlink, der eigentlich dafür konzipiert wurde mit dem Pro-Account. Das Einfachste ist aber, sollte der Raum in 10 Minuten geschlossen werden und wir sind noch nicht fertig, treffen wir uns unter dem gleichen Raumschlüssel nochmal wieder. Die einzige Auswirkung, die das hat, ist, dass wir nochmal abbrechen müssen. Ja, so ist es. Das ist die Realität. Das passiert auf Profis. Und ich finde auch, das passt so dazu, dass so Kreativität, dass man immer sich nochmal reingeht und eine fehlerfreundliche Atmosphäre gehört einfach dazu. Und also gerade, wenn man mit dieser Zielgruppe auch arbeitet, ist das auch so gang und gäbe, weil dann einfach öfters mal was nicht so gelingt, wie man das so vorhatte. Also von daher sind wir da ganz entspannt mit, obwohl es nicht schade ist, die Unterbrechung. Ich schließe dran an. Wie gesagt, ich wollte Beispiele noch nennen, wie wir das schaffen, dass es so einen Firmacharakter, so einen Zug zur Realität gibt für die Jugendlichen, weil ja auch ein Ausbildungsprofi, Kaufmann, Kauffrau, auch ja in der Realität als Ausbildungsberuf liegt von den Jugendlichen. Also wir haben dann zum Beispiel auch die mit den Schülern zusammen besprochen, für welchen Preis verkaufen wir so ein LED-Armband oder so ein 3D-Anhänger, den wir gedruckt haben. Und dann mussten wir erstmal mit denen erklären, ja, der Filz kostet ja schon 5 Euro. Aber was würdet denn eure Mitschüler zahlen? Was würdet ihr denn zahlen? Ah, nur 1,50. Aber wir sitzen ja 8 Stunden da dran, bis da eins gemacht ist, ja. Und dann hat es bei denen Klick und Klick und Klick gemacht, ja. Und dann haben wir auch auf Mindestlohn und auf andere Arbeitswege und anderen Ländern drauf hingewiesen. Es war ganz spannend. Da waren ganz große Augen zwischendrin zu sehen. Ja, nur mal so ein kleiner Ausblick. Ich kann euch jetzt nicht so viel erzählen von dem Projekt. Ich würde, wenn Sie weiter interessiert, auch nachher in den Chat unsere Homepage-Adresse, wo wir das Projekt abgebildet haben, weil wir ja auch wegen Corona jetzt keine Präsenzveranstaltungen, auch keine Präsentationen mehr stattfinden lassen konnten, habe ich alles auf die Homepage gepackt und da kann man das auch alles schön mit Fotos und Filmen nochmal nachlesen.
Wir hoffen einfach, dass es weitergeht, aber wir haben uns auch überlegt, weil wir auch das Konzept und die welche Arbeitsschritte wir gehen oder welche Inhalte wir aufnehmen, das ist auch immer sehr niedrigschwellig und auch immer anpassen an die Gruppe. Und jetzt ist die Anpassung laut Corona, dass wir eben versuchen, wir werden eine Einheit einschieben, wo wir Homeoffice und Distance Schooling, das ist ja der neueste Begriff für Homeschooling, dass wir den simulieren. Also wir haben vor, das war so meine Idee, wir lassen die Kinder mit ihren Bring-on-Device, mit ihren Handys einfach kommen zu uns ins HDM und dann oder aus der Medienbildung und verteilen sie auf 3 Gruppenräume und dann machen wir die Besprechung, weil wer weiß, wie viel Abstand man halten muss dann im September wieder, simulieren, machen wir die Besprechung in einer Videokonferenz. Dann habe ich auch weiterhin das Problem, dass ich weiß von unserem Netzwerktechniker im Haus, dass Zoom funktioniert, aber Teams gab es Schwierigkeiten, also das Konferenztool. Mal sehen, wie das WLAN da so funktioniert. Aber das ist dann real life und so wie auch dann das die Schüler und Schülerinnen vielleicht auch dann jetzt erlebt haben oder leben oder auch weiter lernen müssen, damit umzugehen. Wir haben auch vor als Idee eine Klassenarbeit, weil die Gruppe ist immer Dienstag auch noch beim Herrn Plesius, auch noch in dem Fachwurf im Computerraum. Und da werden wir dann überlegen, nicht die Klassenarbeiten dann klassisch zu schreiben, sondern wir konzipieren ein Quiz-Tool. Oder die Schüler tun sich gegenseitig mit einem Quiz-Tool abfragen über das Wissen, genau, über die Einstellungen, die wir treffen mussten. Oder man kann auch überlegen, welches Tool, Web-Tool wie Mural oder Miro, wo man so kreative Ideen wie so eine Pinnwand, Online-Pinnwand pinnen kann, ob wir manche kreative Prozesse, also welche zum Beispiel Logo-Entwicklung, welche Wörter, Schlagwörter müssen da rein, hinter was stehen wir, wie ist unser neuester Präsentationsstand, wer redet was, das kann man auch dann vielleicht in diesen Konferenzen und vorher kreativ durch so Web-Tools vielleicht dann entwickeln. Und als letztes wollten wir noch ein Video vielleicht, eine Learning-App entwickeln, war so eine Idee, dass wir, wenn wir eine Verkabelung von einem Making-Tool, von Makey, so ein digitales Interface, muss man mit Kabeln anschließen, als Interface an den Computer, und das filmen wir ab, lassen wir abfilmen, und dann sollen die Fragen dazu entwickeln und wir entwickeln dann zusammen gestaltende Learning-App. Und so versuchen wir, die fit zu machen, dass, wenn sie im Arbeitsmarkt dann auch im Homeoffice mal sind, das dann einfach mit Vorlauf bei uns eben dann schon vielleicht trainiert sind und um auf gegebene zweite Welle und weiteres Distance Schooling eingestellt zu sein. Zumindest auch diese 11 Schüler, die wir da haben. Mhm. Genau. Willst du noch was ergänzen, Bernhard? Um da noch was dazu zu sagen, was jetzt zwar nicht zu unserem Projekt zählt, aber an sich, was wir uns überlegt haben als Schule. Wir wollen nach den Sommerferien auf jeden Fall jedem Schüler die Möglichkeit bieten, mit iPads gearbeitet zu haben, so projektmäßig immer 2, 3, 4, 5 Tage. Das müssen wir noch genau planen, dass jeder Schüler dann auch weiß, wie es funktionieren würde, wenn er daheim wäre und mit einem iPad arbeiten muss. Hierzu haben wir mit Edulu auch, das ist die Plattform, also von unserem Träger, ja, von der Stadt, auch ein Konzept entwickelt, wo jeder Schüler dann eine eigene E-Mail-Adresse bekommen wird, dass wir dann sozusagen auch ganze Klassengruppen gründen können, wo wir Arbeitsmaterialien ablegen können, wo Schüler uns auch Arbeitsmaterialien individuell zurückschicken können, wir sie korrigiert dann auch dort wieder hinterlegen können, wo wir natürlich auch darauf achten, dass es datenschutzrechtlich konform ist. Und da versuchen wir natürlich auch im iPad-Bereich gerade die Schüler dann so sehr zu schulen. Ja, zu unserem Projekt selbst muss ich sagen, wir sind begeistert als Schule von dem Projekt, ja, weil die Schüler ja gerade aufgrund von finanzieller Ausstattung an der Schule auch solche Möglichkeiten ja gar nicht haben. Wir haben gar keine Möglichkeiten, Schüler gerade in diesem Bereich so toll zu bilden, auch mit 3D-Drucker und Ähnlichem, was wir alles verwenden. Und da muss ich auch sagen, es ist eine große Begeisterung bei den Schülern, die sich wirklich da reinhängen, wie du es vorhin schon gesagt hast, die machen Überstunden, sie motivieren sich selbst zu Überstunden und ja, sie fühlen sich auch gut dabei, auch als Gruppe, ja, es ist schon
schon wirklich das Wir-Gefühl als Firma entstanden, was natürlich uns als Schule natürlich auch sehr gut gefällt und uns auch stolz macht in einer gewissen Weise. Und da will ich an dieser Stelle auch nochmal im Haus der Medien sehr danken dafür und vor allem auch dir, Katja, für die ganze Arbeit und Mühe, die da reingesteckt wird. Und ich sehe da einen sehr großen Mehrgewinn, gerade auch was den Berufsorientierungsbereich angeht, weil die Schüler ja später fit sein müssen, gerade auch mit dem digitalen Arbeiten, auch mit einer Firmenkonstellation, ja, auch gerade so, wie wir Arbeitsplätze verteilt haben, Teamgefühle, auch Organigramme in der Firma, alles Mögliche kann man eigentlich durch diese Schülerfirma in diesem Projekt mit euch ganz, ganz toll anbahnen. Und es ist ein unheimlicher Mehrgewinn, weil die Schüler das auch praktisch dann lernen, nicht nur in der Theorie, wie ist eine Firma organisiert. Man kann eigentlich dann immer, auch vor allem ich als Wirtschaftslehrer, kann dann immer wieder auf unsere Firma verweisen und erklären anhand von irgendwelchen Beispielen aus unserer Firma. Zum Beispiel auch mit Mindestlohn. Ja, der Mindestlohn ist bei 9,35 Euro momentan und wir bieten die Dinger oder unsere Armbänder dann für 2,50 Euro an. So. Und da kommen ganz große Erkenntnisse, die man einfach durch dieses Projekt gewinnen kann. Vor allem natürlich aber auch im Medienbereich. Ja, diese Medienkompetenz, die ja ganz, ganz wichtig ist, wo man auch in Corona-Zeiten wieder gesehen hat, dass ganz viele Probleme da sind. Ja. Deshalb nochmal herzlichen Dank für das Projekt und wir werden dieses Projekt auf jeden Fall weiterführen. Da ist die Schulleitung und ich sind da komplett dahinter und wir werden das möglich machen, selbst mit Corona-Zeiten. Und deshalb ist es natürlich so, wie du sagst, ganz wichtig, dass wir was aufbauen, um dann auch Fernschooling zu machen. Oder wie du es jetzt genannt hast, Distance Schooling oder wie auch immer, ja. Aber da kommt rein als Kooperationspartner, und das kann man vielleicht auch verallgemeinern, für was wir für Antworten hätten, wie man damit umgeht. Eure Schule hat eine große Flexibilität und Mut zur Kreativität. Also wenn es darum ging, welchen Termin oder ob die dann zu uns laufen können oder wie wir das gestalten, die Termingestaltung, das war einfach eine tolle Vernetzung, eine tolle Kooperation. Ich glaube, das braucht es und das braucht es jetzt umso mehr, glaube ich, in so Zeiten, wo man einfach gut kommuniziert und da einfach sich was überlegt, wie kriegen wir das jetzt zusammen gestemmt? Also auch, glaube ich, so eine Haltung, was ja wichtig ist. Und was mir noch einfällt... Nichts mehr zu mir, aber zum Thema. Nee, auch das nicht. Nein. Nein, wir fliegen hier in der nächsten Minute raus. Okay, alles klar. Was ich stark rausgehört habe, ist, dass es... da auch viele Faktoren benannt wurden zur Motivation von solchen Jugendlichen. Bei denen, wo es funktioniert hat, da musste ich natürlich erstmal meine komplette Klasse anrufen. Wir haben das dann auch so gelöst, dass die Klassenleiter natürlich für ihre eigene Klasse zuständig sind und dann Materialien, Arbeitsaufträge, Ähnliches, auch Lernvideos dann von den Kollegen geschickt bekommen haben und dann das einheitlich an die Klasse weitergeleitet haben, halt auf jedem möglichen Wege. Ja. Das war ganz unterschiedlich. Wie könnte man jetzt Schulen wie Sie unterstützen? Also Sie haben ja vorhin gesagt, es gibt da die Möglichkeit, über den Digitalpakt jetzt noch weitere Mittel abzurufen. Ich selbst war in der Investitions- und Strukturbank, habe das für das Verfahren zum Teil mitbetreut. Das ist ja ein riesiger formeller Akt, um da überhaupt als Schule an Mittel zu gelangen. Also man muss, das Antragsverfahren läuft über die Träger, die müssen erstmal Kostenvoranschläge einrufen, müssen das im Haushalt mitplanen, gehen in Vorkasse. Das ist ja in einer Krisensituation überhaupt nicht handhabbar. Und auch da schließt ja eigentlich der Bund, der die Mittel gibt, aus, dass die privat, dass dann schöne Endgeräte gekauft werden, solange die Digitalstruktur der Schule noch nicht vorhanden ist. Ja, selbstverständlich. Also da geht es darum, halt wie gesagt, man braucht ein Medienkonzept. Wir haben natürlich ein Medienkonzept an der Schule. Dieses Medienkonzept ist aber, sagen wir mal, fürs Homeschooling müssen wir das oder sind wir jetzt gerade daran, das komplett zu überarbeiten, damit wir zusätzliche Mittel bekommen. Ja, das muss man so sagen. Also es war jetzt nicht so einfach, wie man überall liest, dass die Schulen jetzt komplett versorgt werden mit Geld. Das läuft alles über den Schulträger, was bei uns die Stadt ist. Das sind über 50 Schulen in Ludwigshafen. Ganz so schnell, wie man sich das vorstellt als Laie, läuft das natürlich nicht. So wie überall in der Bürokratie oder in der Verwaltung. Ne? Und wie gesagt, man muss natürlich ein richtig gutes Medienkonzept haben, um dann überhaupt diese Mittel zu bekommen, wo wir natürlich dran sind. Ich habe es vorhin schon gesagt, sowas stampft man halt nicht in der Corona-Zeit innerhalb von 3-4 Wochen aus dem Boden. Das ist unmöglich, ja. Weil da muss man sich ja gezielt Gedanken machen, was macht Sinn und nicht einfach ad hoc irgendwas dann beantragen oder tun, sondern es soll ja sinnvoll sein.
Und wie gesagt, was ganz wichtig ist, überhaupt eine Plattform, eine richtige Plattform, wo man kommunizieren kann mit den Schülern, wo sie ihre eigenen E-Mail-Adressen haben, wo das halt wirklich alles datenschutzkonform ist, wo man nicht gezwungen wird, als Lehrer in Graubereiche, sogar schwarze Bereiche sich zu begeben. Was man natürlich dann trotzdem tut, einfach für seine Schüler, weil man ja für sie da sein will, mal ihnen ja die Materialien bereitstellen will, sie unterstützen will. Also ich habe täglich ganz viele E-Mails bekommen, wo ich Fragen der Schüler zu irgendwelchen Aufgaben beantwortet habe, wo ich mich hingesetzt habe und Lernvideos gemacht habe. Ganz viele Kollegen haben Lernvideos gemacht. Bloß das Problem ist, wer schaut sich die an? Wie kontrolliere ich, wer sich es angeschaut hat? Da sind ganz viele Fragen entstanden, wo wir natürlich dann versucht haben, darauf flexibel zu reagieren. Aber es hat halt einfach an Ausstattung auch gefehlt, das muss man so sagen, wie es ist. Ja, die finanziellen Mittel haben nicht ausgereicht. Wir hatten Schüler, die gekommen sind und keine Geräte hatten. Denen haben wir unsere letzten iPads, die wir noch hatten, gegeben, logischerweise. Sonst hatten wir nichts. Wir haben 3 Laptops, das sind alles Verwaltungslaptops, da sind ganz viele Sachen drauf. Das können wir nicht rausgeben. Dann haben wir jetzt durch Edulu umgestellt, gerade im Herbst. Wir haben jetzt so Mini-PCs bekommen, die sind im Unterricht selbst ganz toll. Aber es sind halt keine Laptops, die ich jetzt ausleihen hätte können. Dann stellt sich natürlich immer die Versicherungsfrage auch. Häufig haben die Eltern gar keine Haftpflichtversicherung an unserer Schule. Ja. Es mag natürlich manchmal fehlender Bildung geschuldet sein, finanziellen Dingen. Ja, es sind ganz viele Situationen, sage ich mal, die man gerade an der Realschule Plus, die ja eine integrierte Hauptschule auch hat, gesehen hat, die, ich denke, an einem Gymnasium vielleicht leichter oder anders gelaufen sind. Ich persönlich habe natürlich auch Freunde, die Kinder im gymnasialen Bereich hatten oder haben. Und dort hat es auch anders funktioniert mit Videokonferenzen, mit Material. Aber das liegt auch daran, weil die Eltern ganz anders dahinter sind. Man kann halt dann auch nicht von einem 12-, 13-Jährigen verlangen, der auch so schon wenig Unterstützung von daheim hat, dass er dann allein oder sie das dann alles allein organisieren kann. Natürlich sind wir hingefahren, haben versucht zu unterstützen. Aber das geht natürlich auch nur, wenn wir die Leute dann dort auch antreffen. Ja, ich war auch schon vor verschlossenen Haustüren gestanden, habe dann halt die Materialpakete eingeworfen, habe mich per Post melden müssen, weil am Telefon niemand hingegangen ist. Wir haben mal ganz viele Probleme, die sich dramatisiert haben durch Corona, die aber schon vorher bestanden haben und eigentlich jetzt unabhängig von Corona sind. Ja. Mhm. Gerade diese fehlende Unterstützung, Sprachbarrieren, schlechtes Deutsch. Ja. Das, was natürlich digital ist, schön, aber da braucht man natürlich auch ein bisschen sprachliche Kompetenz teilweise dafür. Mhm. Wir haben sehr viele Schüler, die brauchen es so einfach wie möglich. Ja. Mario, da war jetzt auch ganz viel Aspekt der Unterstützung der Eltern oder fehlende Unterstützung der Eltern. Gibt es aus medienpädagogischer Sicht oder Herangehensweise deiner Meinung nach die Möglichkeit, Eltern da auch noch zu unterstützen oder zu sagen, wir Medienpädagogen könnten hier was machen? Ich wollte nur sagen, dass natürlich unser Schulsystem, man merkt natürlich in Corona-Zeiten auch, wie unser Schulsystem funktioniert. Unser Schulsystem funktioniert natürlich auch so, dass die Eltern zu Hause mitarbeiten. Ja, da, wo die Eltern schon vorher gut mitgearbeitet haben, und ich denke da gerade ans Gymnasium auch, wird viel mitgearbeitet von den Eltern, ja, da ist natürlich dieser Übergang einfacher gewesen in der Corona-Zeit. Ja, bei denen, wo sozusagen von oder Wille der Eltern vielleicht da ist, aber einfach die Möglichkeiten nicht, sei es jetzt sprachlich, auch schulbildungsmäßig, gerade da ist natürlich überrascht von der Situation. Dann gibt es genau die Zustände, die der Herr Plesius eigentlich jetzt sehr gut auch, finde ich, beschreibt. Und ich habe viel Lob gehört von den Lehrern und von den Schulen, wo die sagen, das ist die Gesamtschule. Ja? Da, die waren irgendwie in der Zeit auch besser aufgestellt, weil die nicht so drauf spekulieren, dass zu Hause noch nachgearbeitet wird, sondern da sind die Lehrer das gewohnt, mit den Schülern zu arbeiten sozusagen und diese Nähe zu suchen. Ich denke jetzt mal, unsere Erfahrung von Alvivi ist einfach, die Ansprache ist zwar schön, auch mehrsprachig, aber ich weiß auch von Geschichten, wo die Eltern einfach überfordert waren mit der Ansprache an sie. Ja? Auch wenn du sie erreicht hast, gemeint, bitte, ich bin kein Lehrer. Zwingen Sie mich nicht dazu, Unterricht zu machen. Ja? Ich kann das nicht. Bitte entlasten Sie mich und nicht belasten Sie mich noch mehr. Ich denke, das muss man mitnehmen auch für die Zukunft. Deswegen ist euer Weg von Gestaltbar, finde ich, klasse, weil ihr im Grunde jetzt die Jugendlichen stärkt und vielleicht dann auch die Eltern mitstärkt bei dem Thema, ja, aber auch eigentlich nicht darauf verlasst, dass zu Hause dann die Eltern das übernehmen, sondern man darauf schaut. Genau. Und das finde ich super. Und ich glaube,
unsere Informationsgeschichten bei Alvivi gehen eher auch, sage ich jetzt mal, da geht es um Sprache. Welchen Sprachkurs kann ich besuchen? Wo kann ich Kontakte knüpfen? Wo kriege ich Hilfe, wenn ich ein Formular ausfüllen möchte? Ja? Da plötzlich passiert gerade was in dem Land, wo ich jetzt erst seit 2-3 Jahren da bin. Wie muss ich mich bewegen in Corona-Zeiten? Ja? Was ist das mit dem 1 Meter Abstand, 1,5 Meter, 2 Meter? Wie muss ich das verstehen, interpretieren? Und das waren Sachen, wo wir schnell reagieren konnten, wo wir auch die Erwachsenen erreicht haben, sage ich jetzt mal. Aber ich glaube, bei den Jugendlichen habe ich so das Gefühl, dass das, was ihr gerade beschreibt, gerade bei den Hauptschulen, Realschulen plus, ist man es eher gewohnt auch gewesen, nah an den Menschen dran zu sein, an den Jugendlichen. Ja. Und das war auch der Schlüssel, glaube ich, um so manches Hindernis jetzt in der Zeit zu überwinden. Aber es hat dann auch viel offengelegt einfach. Ja, selbstverständlich ist es so. Da muss ich auch zu dem Bereich von unseren Dick-Kindern auch sagen, das sind ganz tolle Kinder, hochmotiviert, die wollen unbedingt lernen. Ja, auch in Corona-Zeiten wollten die unbedingt Materialien haben, lernen und sind ganz fleißig und hochmotiviert gewesen. Also wirklich. Und natürlich habe aber auch Kinder mit Migrationshintergrund, wo auch schon vorher die Eltern bei Elternabenden nicht erscheinen, ja, wo sie vorher, wenn ich mit den Eltern Gespräche ausmache, wo sie mit mir Elterngespräche ausmachen, nicht kommen. Und natürlich muss ich ganz nah am Schüler selbst sein in so einer Schulart, weil häufig ich nicht erwarten kann, dass die Eltern das daheim leisten können. Und es hat auch keiner von uns. Wir sind nicht davon ausgegangen, dass die Großzahl der Eltern unserer Schüler sich hinsetzen und mit denen Tag und Nacht jetzt sich die Aufgaben anschauen. Wir haben natürlich aber auch versucht, Aufgaben so zu stellen, dass sie die Methodik und so alles schon gekannt haben. Aus dem Unterricht, ja, also und uns natürlich immer, die konnten mich immer erreichen, Tag und Nacht im Grunde, und das haben einige Schüler genutzt, aber halt meistens diejenigen Schüler, die auch so schon immer fleißig waren und ja, die Schüler, wo auch vorher nichts gemacht haben, sage ich jetzt mal so salopp, ja, die haben dann in Corona-Zeiten das natürlich komplett nutzen können, ja, gerade einfach auch unter dem Aspekt, dass wir es ja nicht mal benoten durften. Ja, das ist ja der Punkt. Wenn dann ein Schüler weiß, okay, der Herr Blesius darf mir jetzt keine Note dafür geben, im Endeffekt darf der Schüler sich nur verbessern in Corona-Zeit, ja, dann wird es natürlich von diesen Schülern gerade erst recht ausgenutzt. Die Fleißigen, ich habe Schüler, die haben alle Aufgaben gemacht, ganz toll, haben mir wöchentlich Sachen geschickt, ich habe sie ihnen korrigiert, zurückgeschickt, das war ganz toll. Gerade natürlich auch die Schüler, wo Abschluss gemacht haben, die waren natürlich noch mehr motiviert jetzt als meine Achtklässler. Aber selbst in dieser Klasse, die wirklich eine schwierige Klasse ist, die ich als Klassenleiter habe, haben einige Kinder ihre Aufgaben regelmäßig toll gemacht und andere schwierig. Da kann man auch dann so oft mit den Eltern telefonieren, wie man möchte. Da ändert sich dann halt sehr wenig. Ja. Ich glaube, du brauchst da eine direkte Ansprache und Kontakt zu den Familien rein, wo das so schwierig läuft. Deshalb fand ich zum Beispiel spannend, das war so parallel zu meiner Vision, dass ich eine dauerhafte Kooperation mit dem Jugendamt oder sozialen Gruppenarbeit hinkriege, eben in dem Haus der Medienbildung. Habe ich ein Projekt entdeckt, das fand ich auch spannend, ein medienpädagogisches Projekt aus dem Landeszentrale von Baden-Württemberg. Die bilden Familienhelfer und Helferinnen fort und die gehen dann rein, fortgebildet in die Familien und machen dann dort einen Tag Workshop mit den Familien, die eben die Unterstützung brauchen, wo die Eltern überfordert sind aus verschiedensten Gründen. Weil ich es auch nicht glaube, dass es aus unserer Ausgangsfrage von dem Web-Talk nicht am Migrationshintergrund hängt. Es hängt an der Überforderung oder dem sozialen Benachteiligung und dass die Rolle von so Betreuer oder Lehrer einfach umso wichtiger ist. Zudem, dass sie natürlich unterstützt werden, wenn Endgeräte kommen und dass sie überhaupt erreichbar sind. Ne? Selbstverständlich. Darf ich ganz kurz? Ja, natürlich. Was ich noch sagen wollte, ist die Tatsache, das hat wenig mit Migrationshintergrund zu tun. Wir haben genauso viele Schüler ohne Migrationshintergrund, wo es ähnliche, sehr große Probleme bestehen. Wir haben auch Kinder mit Migrationshintergrund, wo alles ganz toll läuft. Ja. Das darf man und kann man nicht pauschalisieren. Natürlich ist natürlich Sprachbarrieren sind natürlich immer ein großes Problem, gerade im Bildungsbereich. Ja, was ich vielleicht auch im Hinblick auf unsere Beobachtung bei Alvivi natürlich, was jetzt die Digitalisierung betrifft, ist jetzt unglaublich viel passiert die letzten 3 Monate. Das heißt auch hier, wir kommunizieren jetzt auf eine Kommunikationsplattform Zoom, sage ich jetzt mal. Und ich sehe unsere Aufgabe als Medienpädagogen auch im Blick auf Menschen mit Migrationshintergrund, die alle jetzt mitzunehmen. Nicht zu vergessen, in dieser Nutzung dieser Geräte und dieser technischen Möglichkeiten und sozusagen nicht nur als Konsumenten, sondern wirklich zu überlegen, wie kann man frühzeitig die Personen mit einbinden, dass sie das integrieren können in ihren Alltag und in ihrem Berufsalltag auch.
dass da sozusagen nicht eine abgekoppelte Diskussion und Entwicklung stattfindet, fern von den Menschen, dass das sozusagen jetzt auch, weil du mich gefragt hast, Christian, dass das sozusagen nicht so ein elitäres medienpädagogisches Ding dann wird und wir bieten dann wieder was an für Migranten oder so, ja, sondern dass man frühzeitig überlegt, wo man die Menschen auch frühzeitig mit einbringt in die Entwicklung von Projekten und auch in die alltägliche Nutzung, das so niedrigschwellig wie möglich macht, im Sinne auch von, dass es nicht mit Kosten verbunden sein darf oder nicht hohe Kosten oder Zugänglichkeit da sein muss. Ich denke da an Stadtbibliotheken, Medienzentren, wo man die Dinge auf einfachste Art und Weise auch ausleihen kann, wo man vielleicht auch geschult werden kann in die Richtung. Und da gibt es ja auch Projekte, wo wir dann versuchen, unseren Beitrag zu leisten, indem wir immer wieder darauf hinweisen, wo und wie man sich einbringen kann. Wir sind jetzt auch schon eigentlich über die Zeit. Ich würde mal den Teilnehmern jetzt gestatten, ihre Stummschaltung aufzuheben, um gegebenenfalls auch sich zuzuschalten und Fragen zu stellen an unsere Referenten. Im Chat ist die ganze Zeit nichts gekommen, außer dass Frau Batz, dass die Katja hier einiges an Links auch gepostet hat. Eine Meldung kam bislang auch nicht. Insofern, da jetzt auch niemand das Bedürfnis verspürt, würde ich unseren Referenten danken für das heutige Webmeeting und Ihnen fürs Zuschauen und Zuhören und das an dieser Stelle beenden und mich dem Zorn des Systemadministrators aussetzen, dass da irgendwie ein Link in den Chat auf die Homepage kam, der da nicht hingehörte. Okay, gut. Dann Ihnen allen vielen Dank und noch eine gute Zeit. Und Herr Blesius, danke für Ihr Engagement auch in dieser und Ihren Kollegen auch. Also ich als Vater zweier schulpflichtiger Kinder habe das auch so erlebt, dass da von Seiten der Lehrer wirklich über die Maßen gearbeitet wurde, gerade auch dann, als eine partielle Schulöffnung wieder losging und sowohl online als auch Realunterricht stattfinden mussten. Und auch meine eine Tochter sehr viele Fragen hatte, die alle ganz akribisch und toll von ihren Lehrern beantwortet wurden. Und also da wirklich vielen Dank stellvertretend an Sie. Das war toll. Herzlichen Dank. Okay, dann machen Sie es aber alle gut. Ja, danke auch fürs Moderieren. Ja, bitte. Fürs Einsprechen. Ja, danke schön. Ja, gerne. Tschüss. Tschüss. Tschüss.